Hallo Leute, ich habe euch ja in einem von den letzten Videos hier diesen Breitbandschleifer gezeigt. Und da habe ich schon angesprochen, dass ich den mal so bei einem richtigen Auftrag oder bei einer richtigen Arbeit auch nutzen werde. Deswegen werden wir heute mal drei Stirnholzschneidebretter, das ist so ein Testversuch, die werden wir damit heute mal bearbeiten, um zu sehen, wie gut das funktioniert. Und zwar haben wir hier drei Stirnholzschneidebretter, die habe ich aus Reststücken mal noch zusammengeleimt. Und da will ich heute mal ausprobieren, mit euch zusammen, wie gut das halt eben funktioniert. Hier haben wir einmal amerikanischen Walnuss, hier haben wir das Sippo-Holz und hier haben wir nochmal amerikanischen Walnuss, wobei wir hier auf jeden Fall noch kitten müssen. Wie gesagt, das ist ein Reststück, das habe ich dann auch gerade einmal mit verleimt. Da werden wir es auch einmal mit ausprobieren, weil ich habe nämlich eine Idee. Diese beiden Materialien hier oder diese beiden Stirnholzbretter, die haben dieselbe Dicke. Und ich habe mir diesen Breitband ja zugelegt, damit ich halt mehrere Stirnholzschneidebretter hintereinander bearbeiten kann. Und da werden wir es mal ausprobieren, alles im gleichen Gang, in der gleichen Zustellung zu schleifen, ob das halt eben funktioniert. Deswegen sind die Tester hier gut zum Probieren und da nehme ich euch heute einmal mit. Hierfür muss ich die Maschine natürlich erst einmal rüsten. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ich habe ein eigenes Video über die Maschine hier gemacht. Ich werde mal schauen, dass ich euch das oben verlinke, dann könnt ihr euch das einmal ansehen. Da zeige ich euch auch, wie die hier angekommen ist und wir sie halt eben aufgestellt haben. Das ist P150, wir brauchen P60. Ich nutze hier übrigens auch meine Einschaltautomatik von der Absauganlage noch hier weiter, weil die neue Absauganlage noch nicht da ist und ich dann im Prinzip immer noch händisch betätigen muss. Deswegen habe ich mir hier einmal einen Schalter hingelegt, damit ich die Absauganlage auch einschalten kann. Ich werde beim ersten Gang jetzt alles einmal auf die Brettstärke einstellen, um zu sehen, wie die Maschine halt eben arbeitet. Denn ich habe festgestellt, man kann auch ein bisschen mehr zustellen, dann bewegt sich das Schleiferaggregat ein bisschen hoch. Das ist aber nicht Sinn der Sache. Die soll natürlich jede Bahn immer fein wegschleifen. Deswegen schleife ich das Ganze bei dem ersten Durchgang mit der Brettstärke von 14,9. Da nehmen wir sowieso erstmal die ganzen Leimreste oben weg. Auf der Unterseite habe ich die Leimreste weggeschabt. Let's go! Also ich habe ein bisschen was ausprobiert. Ich habe ja in der Vorstellung gesagt, dass ich die Schneidebretter eigentlich nur mit der schnellsten Geschwindigkeit schleife. Das war wohl eine Falschaussage, denn es macht tatsächlich jetzt speziell bei der Maschine mehr Sinn, die Geschwindigkeit ganz runter zu drehen und gerade in dem groben Durchgang etwas langsamer mit dem Vorschub dann mehr Material wegzuschleifen. Das ist quasi ein Planschliff und das funktioniert dann hier tatsächlich besser. Ich habe das nämlich jetzt ausprobiert, da habe ich es zweimal geschliffen und das hat ein wesentlich besseres Ergebnis gegeben in der Kürze der Zeit. Die Seite hier ist noch unbeschliffen, das heißt, da werde ich das Ganze jetzt mal schleifen mit der ganz langsamen Geschwindigkeit und euch das einmal zeigen. Das ist jetzt wie gesagt der erste Durchgang. Ich muss mit der Maschine natürlich auch noch ein bisschen dazulernen, aber so langsam komme ich, denke ich, dahinter, dass ich das Ganze gut nutzen kann. Wie gesagt, auch so ein bisschen Übung, wie schnell der Vorschub gewählt wird. Wir sehen ja auch so ein bisschen die Oszillation. Das hier ist, wie gesagt, Körnung 60. Ich werde die Maschine jetzt mal auf Körnung 120 umrüsten. Und dann können wir gleich weiter schleifen. Dafür einmal Klappe auf. Und Körnung 120 wieder rein. Jetzt kommen wir zur letzten Körnung, zu der Körnung 150. Ich sehe gerade, dass das Band etwas verlaufen ist. Ah, ich wollte es falsch rumrufen, dann war das der Fehler. Jetzt kommen wir zur Körnung 150 und schleifen wir alles fix fertig, würde ich sagen. So sehen die Bretter jetzt aus, die hinten rausgekommen sind und ich bin echt sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also so sieht es schon wirklich richtig gut aus. Ich muss wie gesagt nochmal betonen, ich muss selber noch mich so ein bisschen an die Maschine gewöhnen. Wie viel Zehntel kann man zustellen? Kann man souverän jeden Durchgang 2 Zehntel zum Beispiel mehr abtragen? Aber das hier ist jetzt schon mal ein idealer Vorschliff für noch einmal mit dem Extenderschleifer bearbeitet zu werden.
Weil das so schön ist, würde ich sagen, machen wir die einmal komplett fertig. Das heißt, noch einmal zuschneiden. Und die hier können dann bald getestet werden, weil die sind schon sehr, sehr dünn, ob die halt auch eben wirklich genutzt werden können. Fritz und Franz sind hier immer sehr praktisch. Damit wir aber genaue rechtwinklige Schnitte erzielen, werde ich jetzt hinten den Andrückbalken entfernen und nur das Handstück nutzen. Das sieht schon mal richtig schick aus. Jetzt machen wir mal das Öl drauf, um zu sehen, wie die Oberfläche so kommt. Und das sieht halt echt wirklich genial aus. Ne? Das hier ist sehr, sehr speziell, weil das so dünn ist. Aber hier kommt sie erstmal drauf an, als Tester, ob die in der Dünne auch geeignet sind. Mega. Jetzt kommen wir mal zum Sippeholz. Das ist ja eins von meinen Lieblingshölzern. Das ist wirklich abgefahren, wie sehr dieser amerikanische Walnuss doch saugt. Ihr seht, ich habe einige hergestellt, einige habe ich mitgemacht jetzt mit dem neuen Breitbandschleifer. Deswegen denke ich, dass ich euch ein kleines Resümee geben kann, ob das Ganze gut funktioniert. Wir schauen sie uns mal etwas näher an. Hier haben wir einmal das Sippo Sternholzschneidebrett. Und eine Sache, die direkt auffällt, ist halt eben gerade bei dem dünnen, das ist schön plan geschliffen. Also es ist, liegt wirklich sehr, sehr schön auf. Und da ist hier der Formattisch von meiner Formatkreissäge ein guter Referenzwert. Also das liegt gut auf. Hier brauchen wir keine Gummifüße mehr. Und gerade bei den dünnen wäre es auch eben ein bisschen kontraproduktiv, weil die halt eben dadurch eher brechen können. Wenn das hier ganz vollständig aufliegt, dann kann man da super gut drauf schneiden. Tragen kann man es natürlich auch noch gut mit den, ja, mit den geschnittenen Lebensmitteln drauf. Schauen wir uns mal das nächste an. Und das ist natürlich jetzt recht dünn. Wir sind hier ungefähr bei 15 mm. Wenn es halt eben vollflächig auf der Küchenarbeitsfläche aufliegt, ist das jetzt hier auch gar kein Problem. Nur da muss man halt eben ein bisschen aufpassen. Das ist, denke ich, wie so eine Glasschale. Die sollte man auch jetzt nicht auf den Boden werfen. Und man kann das normal tragen. Das bricht hier auch nicht direkt. Das hat natürlich ein bisschen Flex auch. Aber man muss es halt eben wissen. Das hier ist halt ein schöner Kompromiss, wenn man ein großes Stirnholzschneidebrett haben möchte, wo es auch so ein bisschen auf die Optik drauf ankommt, wo es so ein bisschen auf die Widerstandsfähigkeit drauf ankommt, es aber halt eben nicht so schwer werden soll. Weil wenn diese Bretter hier 4 cm dick sind, was ein normales Maß ist, dann wird so ein Brett hier schon sehr, sehr schwer. Ich habe im Hintergrund noch ein Sippo-Stirnholzschneidebrett hergestellt und auch hier dasselbe. Das Ganze liegt schön plan auf, man bräuchte theoretisch auch hier keine Gummifüße mehr. Die kommen jetzt aber drunter und die Optik sieht auch richtig schön aus. Schön sauber geschliffen, das wird lange Jahre wunderbar halten. Das bleibt jetzt aber noch kurz drin, weil das muss noch gelasert werden, denn der Kunde holt sich dieses Schneidebrett hier heute Abend halt eben ab. Ein klitzekleines Resümee zu diesem Breitbandschleifer. Ich bin absolut überzeugt von der Maschine. Also, man kann ja alles ansprechen, was man will, aber im Endeffekt kommt es ja trotzdem immer noch auf das Ergebnis an und ob man halt eben das Ganze in einer bewältigbaren Zeit oder einer guten Zeit gemacht bekommt. Und das ist für mich jetzt so derzeit so ein bisschen der Gamechanger, denn Stirnholzschneidebretter zu schleifen ist ziemlich anspruchsvoll, wenn man das mit anderem Werkzeug versucht. Es geht, will ich nicht sagen, Langbandschleifer funktioniert auch, aber es ist halt echt wirklich mühselig. Und gerade bei den dünnen Stirnholzschneidebrettern hier funktioniert es, würde ich sagen, auch ein bisschen besser als am Langbandschleifer, weil wir halt eben hinten beim Langband immer diesen Andrückbalken haben. Funktioniert, habe einige schon mit geschliffen. Das wird auf jeden Fall nicht das letzte gewesen sein, was ich damit schleife. Primär werde ich wohl diese Maschine allerdings trotzdem für Stirnholzschneidebretter nutzen. Bei den nächsten Massivholzprojekten aber wohl natürlich auch, weil es halt eben echt cool ist. Ich hoffe, ich konnte euch damit mal so ein bisschen zeigen, wie die Maschine performt, wie ich sie halt eben bis dato benutze und wie das Ergebnis ist, was hinten aus der Maschine rauskommt. Denn darauf kommt es natürlich im Endeffekt an. Gerne abonnieren, bald kommt wieder ein neues Video. Tschüss!